Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Video. Heute geht es um die Frühlingskollektion von Yankee Candle oder besser gesagt, denn Yankee Candle hat wieder mal das Konzept ein bisschen geändert, Frühlings- und Sommerkollektion. Denn es wird nur eine gemeinsame Kollektion geben, bestehend aus 4 Düften. Kollektion nennt sich Under the Desert Sun, also unter der Wüstensonne, und besteht aus 4 Düften. Und heute werde ich die Düfte euch vorstellen, nicht nach meinem Ranking, sondern nach eurem Ranking. Ich habe nämlich vorab auf Instagram gefragt, was ist euer Lieblingsduft aus der Kollektion, und es haben doch einige Leute mitgemacht. Deswegen konnte ich auch dieses Ranking machen, und wir fangen mit dem 4. Platz an und gehen weiter vor nach dem Platz 1, nach eurem Liebling. Und die Düfte schauen wir uns eben im Genaueren jetzt an. Genau, ich werde gleich mehrere Videos aufnehmen, also wundert euch nicht, das Outfit wird das gleiche bleiben. Jetzt mal die Frühlings- und Sommerkollektion, dann machen wir die Vorschau auf Herbst und Winter 2024, was Yankee Candle da zu bieten hat. Da habe ich schon die Kerzenbilder, wie sie aussehen, und auch die Duftbeschreibungen, also was in den Düften alles drinnen ist. Da können wir uns schon vorfreuen, und dann natürlich auch noch das berühmt-berüchtigte Yankee Candle Retirement. Dann seht ihr, welche Düfte von Yankee Candle aus dem Programm genommen werden, und das sind jetzt die ersten Signature-Kerzen, die dran glauben müssen. Hauswarmer sind ja mittlerweile offiziell retired. Das schauen wir uns alles nach und nach an, und ihr werdet die Videos auch regelmäßig im Wochentakt jetzt dann zum Sehen bekommen. So viel Info mal vorweg. Die neue Kollektion kann man wieder testen als Wachsmeld. Motivkerzen bin ich mir diesmal nicht ganz sicher, ob es welche geben wird. Auf jeden Fall Signature Gläser gibt es. Die Tumbler, da habe ich nur den Desert Blooms bis jetzt gesehen als Tumbler. Die anderen drei Sorten nicht, aber ich denke mal, die werden kommen. Vielleicht gibt es da schon wieder irgendwelche Produktionsschwierigkeiten von Seiten Yankee Candles. Das weiß ich nicht genau. Wir fangen an mit dem 4. Platz, mit, ich zeige euch den mal, Desert Blooms. Das ist ein rosanes Wachs, und wir haben Wüstenrosen auf dem Label, an und für sich sehr ansprechend. Der Duft hat bei euch im Ranking keine einzige Stimme bekommen, also ist kein Lieblingsduft von euch. Und die Duftbeschreibung hier, der gehört in die Duftrichtung holzig, der Desert Blooms. Entdecken Sie die wunderschönen Düfte farbenfroher Blüten in der Wüste. Noten von Rosenblüten, Saguaro, Kaktus und Salbe. Die Duftnoten, wir haben funkelnde Bergamotte, Zypresse, Saguaro, Kaktus, Rosenblüten, Vetivergras, getrockneter Salbe, Treibholz, Moschus und Aldehyde drinnen. So. Gut, also für mich, ich rieche hier auf jeden Fall mal eine blumige Komponente, das sind die Rosen natürlich, heraus, und einige hölzerne Komponenten, Treibholz, Zypresse. Man riecht schon etwas Hölzernes und etwas Blumiges heraus. Für mich geht er allerdings in eine etwas schwerere, parfümige Richtung, eher für ein, schon für ein reiferes Publikum. Also es ist kein frisch, fröhlicher, parfümiger Moment, sondern eher etwas für das reifere Publikum, würde ich sagen, also eher etwas old-fashioned. Ja, ich finde ihn per se nicht schlecht, bin allerdings natürlich gespannt, wie der performen wird im Raum, ob hier die hölzernen Komponenten stärker noch herauskommen. Bergamotte rieche ich jetzt nicht, Vetivergras, Salbe würde ich vielleicht nur im Hintergrund ein bisschen mitschwingen. Eher hölzern und diese Rosenblüten, die man herausriecht. In der Kombination allerdings parfümig und eher ein bisschen old-fashioned, würde ich sagen. Ja, auf den bin ich gespannt.
Aber bei euch ist der anscheinend nicht so unbedingt beliebt. Dann so. Auf dem dritten Platz ist gelandet der grüne Aloe und Agave. Also so mintgrünes Wachs. Am Label haben wir Aloe Vera, auch wieder eine Wüstenlandschaft. Also die Label sind schon schön, muss man schon sagen. Also sprechen mich an mit der Wüstenlandschaft und so. Lesen wir uns mal die Duftbeschreibung hier durch. Die Duftrichtung ist frisch und rein. Die Duftbeschreibung. Die Düfte von Aloe, Teeblättern und blauem Lotus kreieren die erfrischenden Aromen der Wüstenflora. Als Noten haben wir Grün, Zitrone, Kaktuswasser, Aloe, blauer Lotus, Koriander, weiße Pfingstrose, mineralische Hölzer, Moschus, Teeblätter und Agave. Also ihr merkt es schon, der Duft ist sehr frisch. So. Ein sehr, sehr frischer Duft. Und ja, also für mich geht das gleich mal so in eine Spa-Richtung. Für mich haben aber immer Düfte mit Tee, ja, Teeblätter sind drinnen, so mit Tee oder mit Aloe. Das ist für mich eher immer etwas sehr Frisches, Angenehmes, Spa-mäßig. Und das kommt hier bei dem auf jeden Fall auch gleich mal zum Vorschein. Sehr frisch, sauber, spa-mäßig. Also wirklich angenehm für die Frühlingstage, auch für die heißen Sommertage, bisschen zum Kühlen. Das ist so auch bei diesen Spa-Düften, genauso wie bei den aquatischen Düften, die so gefühlt ein bisschen das Klima dann kühlen. Und ein sehr angenehmer Spa-Duft, finde ich. Ich rieche auf jeden Fall die Zitrone heraus. Also er hat auch etwas von Zitrone, von Tee, dieses Aloe-mäßige. Genau. Pfingstrose, also blumig, floral finde ich den jetzt nicht, sondern eher die anderen Komponenten kommen hier zum Vorschein. Ja, das gefällt mir. Also das geht immer und in der Kombination sehr gut eingefangen. Aloe und Agave war das. Dann euer zweiter Platz ist das Sweet Vanilla Horchata oder Horchata. So, schauen wir mal. Das ist so ein cremiges Weiß, also fast gelblich, cremig. So sieht das aus. Da haben wir auf dem Label auch wieder so Sukkulenten, ja, Vanilleblüten. Dann haben wir Vanilleschoten und dieses Teegetränk. Und hier sagt die Duftbeschreibung, also er gehört in die Duftrichtung süß und würzig. Mit den neuen Duftbeschreibungen tue ich mir ja noch immer schwer, muss ich sagen. Holzig, frisch und sauber, süß und würzig. Das ist auf jeden Fall bei dem. Die perfekte süße, erfrischende Leckerei nach einem Tag auf Entdeckungstour. Der Duft von eiskalter, gesüßter Reismilch mit Noten von Kardamom und Vanille haben wir hier. Als Noten hat er drinnen Reismilch, Orangenschale, süße Yuzu, saftige, sanfte Rose, samtiger Jasmin, Steinobst, Sandelholz, Bernstein, Kardamom und Vanille. So, schauen wir mal. Ja, auf jeden Fall eine Vanille-Duftexplosion, die einem hier entgegenkommt. Mit leichten Gewürzen, also dieser Kardamom, macht es ganz leicht gewürzt. Und für mich
hat er durch diese blumigen Komponenten, durch diese Rose und den Jasmin auch noch einen leicht, ganz leichten parfümigen Touch. Also es ist kein reiner Foodie-Duft, sondern mit einer leichten Parfümigkeit. Also ich finde ihn schön. Den Sweet Vanilla Horchata, ich finde ihn sehr gelungen. Ist kein reiner Foodie-Duft, aber ein leckerer. Kann man machen. Und natürlich, ihr habt es schon mitbekommen und natürlich erahnt, was ist jetzt der letzte Platz oder besser gesagt euer erster Platz, richtig Stargazing. Da schauen wir uns auch mal das Label an. Violettes Wachs. Und am Label haben wir einen Berg und Sterne. So. Er gehört in die Duftrichtung blumig. Betrachten Sie die Sterne im endlosen Nachthimmel über den Sanddünen, umgeben von Lavendel, Eukalyptus und Vanillezuckernoten. Als Duftnoten haben wir drinnen Flieder, mineralische Luft, Eukalyptus, Lavendel, Geranie, Veilchen, Vanillezucker, Rosenblüten und Sandelholz. Also ganz viele florale Komponenten, gehört natürlich auch zu Recht in die Duftrichtung blumig. Und er riecht auch sehr floral, wie ein Blumenstrauß. Dieser Mix aus Flieder, Lavendel, Eukalyptus, Veilchen macht ihm zu einem fröhlich verspielten Duft, angenehmen Duft, leichten Duft. Mit diesem Vanillezucker und dem Sandelholz hat er noch eine parfümige Komponente und eine süße Komponente dazu. Ja, Rosenblüten sind auch drinnen. Also es ist ein wunderbarer Mix aus Flieder, Lavendel, Rosenblüten, Veilchen und vom Flieder und von den Veilchen und auch vom Lavendel, keine der Komponenten ist zu stark und dominant in dem Duft. Also ihr braucht euch nicht fürchten vor Flieder oder vor Lavendel, das erschlägt euch in dem Duft nicht, sondern das schwingt nur ganz leicht mit in diesem Blumenstrauß. Ja, ein sehr schöner Duft, muss ich schon sagen. Stargazing. Also wäre bei mir auf jeden Fall auch der erste Platz gewesen, ja. So. Also, falls ihr die Düfte kennt, könnt ihr mir natürlich auch jetzt wieder eure Meinung sagen, wie ihr sie findet. Was haltet ihr überhaupt von dem neuen System, dass vier Düfte für Frühling und Sommer rauskommen? Und ja, anscheinend dürften da die Verkäufe in den letzten Jahren ein bisschen eingebrochen sein und deswegen haben sie wieder ein bisschen herumgeändert und sich gedacht, gut, vier Düfte für Frühling und Sommer reichen, verkaufen sich anscheinend eh nicht so gut wie Herbst und Winter. Wird wahrscheinlich alles so sein, die Wahrheit wird irgendwo dazwischen liegen, würde ich jetzt mal sagen. Sagt mir gerne eure Meinung zu der neuen Kollektion und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Baba.